Ja, herzlich willkommen zum Gösser Fan Talk nach diesem Derby gegen Lichtenberg. Drittes Heimspiel, drittes Derby und es ist ein Unentschieden geworden. In letzter Minute ein 1:1. Neben mir sitzt der Torschütze zum 1:1, der Kapitän der Helmut Söder, Maximilian Schwarz und... Die Pause müssen wir noch rausschneiden. Und der Kapitän der 1B-Mannschaft, Jürgen Hammer. So, Jungs, danke fürs Kommen. Fangen wir mal an mit der Partie. 1:1 ist es ausgegangen. Ich glaube, im Mittelpunkt waren heute vielleicht nicht die beiden Mannschaften. Wie siehst du, Maximilian? Ganz schwierige Partie und auch ganz schwierig zum Analysieren. Ich glaube, es war kein Leckerbissen. Ja. Spielerisch quasi nichts von beiden Mannschaften. Schiedsrichter bitte außen vor lassen. Lassen wir so stehen. Ob es gerecht ist, ist unentschieden. Vielleicht mit Wien. Wir haben Moral bewiesen. Wir haben 90 Minuten krackert. Wir waren trotzdem, glaube ich, eine halbe Stunde in Unterzahl. Vielleicht daher gerechtes Unentschieden. Chancen habt ihr euch aus dem Spiel außer kaum erarbeitet. Ich glaube, vor der Halbzeit einmal der Michi Schwarz am Tor mal hingereint, kurz vor Schluss dann nochmal der Michi. Aber sonst war eigentlich spielerisch, was war heute das Schwierige? Ja, wir tun sich, glaube ich, jetzt in letzter Zeit, im letzten Drittel extrem schwer, dass wir irgendwie Ideen finden. Natürlich heute auch die rote Karten da am Anfang. Hilft uns natürlich auch nicht weiter. Aber es ist generell ein bisschen vorn der Wurm drinnen. Wir schaffen es bis zur Mittellinie oder dann vielleicht noch 20 Meter weiter. Aber vorn gängen uns vielleicht ein bisschen die Ideen zur Zeit an. Ja. Ich habe eine Idee. Weil du Ideen sagst, drängen wir mal runter, oder? Prost. Prost, Prost. So muss man auch mal erfolgen an die Maximilian, muss man eh sagen. 7 Punkte aus 3 Partien zu Hause, auswärts schaut es ganz, ganz schlecht aus. Merkt man da irgendeine Tendenz, jetzt rein, wenn man aufs Papier schaut, schaut so aus, wie wenn wir daheim stark sind und auswärts schwach? Also man muss schon sagen, auswärts haben wir jetzt auch nicht die leichtesten Gegner gehabt. St. Martin ist natürlich ganz vorn zum Sehen, ist immer schwierig. Kloffer war natürlich durch die Fusion, haben sie natürlich die besseren Spieler rausgesucht für die Mannschaft. Ist spielerisch natürlich auch gar nichts gegangen, obwohl wir eigentlich lange Zeit in Überzahl waren. Solche Partien hat man mal, ist so, okay geht. Daheim schaut es dafür wieder besser aus, heute nur Gott sei Dank eben so unentschieden. Aber ich glaube, ja, die Tendenz ist auf jeden Fall da, dass man halt daheim mit den Zuschauern, mit den Fans, man ist gewohnt natürlich daheim, dass man das da einfach ganz gut rennt, da würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Kann man sich vielleicht noch besser motivieren zu Hause. Jürgen, vielleicht zur Kampfmannschaftspartie. Jürgen Hammer, Kapitän der 1B-Mannschaft. Hast das, Maximilian hat gespielt natürlich, das Goldtor geschossen. Du hast es von draußen beobachtet. Wie hast du beobachtet, dieses Spiel? wie der Maximilian schon gesagt hat, also es war von beiden Seiten, haben sie relativ spät, dass gute Chancen selber ausgespielt waren. Es war eher viel auf Fehler vom Gegner selber, wo dann Zufallschancen entstanden sind, aber ja, natürlich, Schiedsrichter ist kurz angesprochen worden, aber ich finde es natürlich vor außen gesehen klasse, dass auch in Unterzahl bis zur 90. Minute gekämpft worden ist und man hat schon gemerkt, also auch wenn man sich schwer tut, dass man eine Chance kreiert, es ist immer gekämpft worden. Also es ist auch nicht aufgegeben worden. Also selbst wie der Freistoß da war, es ist probiert worden, dass man was tut, dass man das Unentschieden noch herbeiführt. Ist zum Glück gelungen, super klasse. Max hat es gemacht, saugeil. Also heraußen sieht man natürlich immer nur den Kampfwillen und der war da und das ist geil zum Sehen. Maximilian, du hast das durchgeschossen, so 1:1, geschätzt 95. Minute, ich weiß jetzt nicht, was im Spielbericht steht, letzte Aktion jedenfalls. Wie hast du es erlebt? Von hinten hat es fast ein wenig abseitsverdächtig ausgeschaut, da war wahrscheinlich viel Risiko dabei, oder?
Also habe ich das aufgeschaut. So, ob es seit, wie sie denn so auf die Schau nicht recht. Wir haben sie natürlich zum Schluss dann schon immer wieder für Eckbälle gehabt und ja, wir haben bis zum Schluss einfach nicht aufgegeben. Und ja, seit Obi hat natürlich einen super Freistoß einer gehabt. Ja, dass ich den halt genau verlängert. Gott sei Dank ist so, ich büte mir nichts drauf ein. Weiter kämpfen und wir haben auch Ziel und das ist vor dem Mitspielen. Da brauchen wir natürlich jetzt auswärts. Nächste Partie gegen Neuföhn wird auch schwierig, Aufsteiger. Und da hast du einfach weiter kämpfen und Vollgas geben. So. Das ist eigentlich das Resümee heute von dem Spiel. Ja. Ja, also ja, man muss ja mit dem Punkt leben, man war lange hinten, so fühlt sich ein bisschen besser. Jetzt sagst du, du bildest eh nichts drauf ein, nachher lässt du wieder feiern wie der Kaiser im Pub, wie wir die kennen. So, wir gehen jetzt in eine kurze Pause, gleich geht's weiter. Wir sind zurück wieder beim Gösser Fan Talk. Herzlich willkommen nach dieser kurzen Werbepause. Ja, es geht weiter, da wird es gleich ein wenig lustiger da erinnern nach der Partie. Ich möchte mal den Jürgen Hammer natürlich fragen, die 1B ist durchwachsen in die Saison gestartet, nach der letzten Saison, wo man lange um den Meistertitel mitgespielt hat, ist eher, jetzt steht man bei 7 Punkten, ist eher enttäuschend oder nach die Umbrüche sagt man, es ist okay. Wie würdest du das beurteilen als Kapitän? Puh, es ist momentan ziemlich schwer zum Urteilen, muss ich sagen. Ich kann ihnen leider momentan nicht helfen, eventuell nächste Woche wieder. Aber letzte Saison war super, also da ist alles super gereint. Und jetzt haben leider einige Spieler aufgehört, die im fortgeschrittenen Alter waren und schon ein Echtel überlegt haben, dass aufhören. Und jetzt gerade haben wir wegen das Problem, dass ein, zwei Spieler verletzt sind, dann eben wie ich zum Beispiel krank sind. Ja, jetzt haben wir Leute, die von der U18 nachhelfen. Es ist natürlich, du hast jetzt immer unterschiedlichen Kader. Es ist dann schwierig, dass du für einen Trainer, dass der da Aufstellung findet. Das ist immer anders. Ja, aber ich muss sagen, die 7 Punkte, man kann damit leben. Es ist nicht das, was wir als Ziel haben. Aber es ist jetzt auch keine Katastrophe, sagen wir so. Ja, man kann also eine starten mit 7 Punkten. Beide Mannschaften 7 Punkte aktuell. Nächste Woche, Maximilian, geht es nach Neuföhn, dann nach St. Stephan. Die Derby-Zeit, kann man sagen, ist jetzt einmal vorbei vorerst. Mitte der Saison ist man ist mittendrin angekommen, kann man sagen. Ja, jetzt hat man 7 Punkte nach 5 Partien. Genau, ja, nach 5 Partien erste Bilanz. Erste Bilanz, schwierig. Wir wissen es, dass wir es können. Man sieht es bei den Heimspielen, wir können es. Das Einzige, wir müssen den Auswärtsflug vielleicht ein bisschen stoppen. Ja, natürlich nimmt man noch 5 Partien gern 15 Punkte mit, aber das spielt es natürlich in der Liga nicht, weil es kann jeder jeden schlagen. Aber ich glaube, mit der Moral, was wir eben heute bewiesen haben, was auch vielleicht vor 2 Wochen dann gegen Obernekirchen auch war, auf das muss man aufbauen, auf das muss man schauen, dass man über den Kampf dann in die Spielerische reinfindet. Die Lockerheit muss wieder ein wenig kommen. Wie gesagt, vorher schon, die Ideen gingen uns vorhin ein bisschen aus. Ja, jetzt haben wir 2 Trainings, da werden wir gescheit trainieren. Und dann geht es nach Neuföhn, sind absolut nicht zum Unterschätzen, sind Aufsteiger. Haben, glaube ich, heute auch gewonnen oder haben die hergespielt? Weiß ich nicht. Aber okay, aber also natürlich haben 9 Punkte, haben 3 Partien gewonnen. Unterschätzen, absolut Fehlanzeige. Also, da müssen wir auf jeden Fall Gas geben und ja, genau. Genau, ja, man muss ja immer Gas geben im Training und bei den Matches. Damit beenden wir den heutigen Gösser Fan-Tag, bedanken uns bei Kapitän und Goldtorschützen des heutigen Tages Maximilian Schwarz und Kapitän der 1B-Mannschaft Jürgen Hammer.
Ich sage noch schnell Verabschiedung und dann stoßen wir nochmal ordentlich an. So, weiter geht's. Nächste Woche am 22. September auswärts in Neufelden. Der Maximilian hat es bereits angesprochen. Das nächste Heimspiel ist dann am 30. September gegen St. Stephan hier am SVH-Platz. Also, bis dahin, alles Gute, Prost und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. So. Danke, Jungs. Sehr gut.